Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever, Folge Nummer 120. Was sagt uns das? Wir haben eine Null und wir fahren mit. Dort kommt schon unsere Tram an der rechten Seite. Ich darf begrüßen an meiner Seite den Manu. Huhu, und sind wir froh, dass wir nur eine Null haben und keine sind. Ja, na gut, manche würden auch böse, würden auch was anderes behaupten. Aber es macht nichts, wir wissen es besser. Wir fahren jetzt hier mit der Wallfahrtlinie, die wir auch in den letzten 10 Jahren natürlich erstellt haben. Und fahren jetzt die wunderschöne Strecke runter. Wir haben uns extra natürlich für Dampftrams entschieden, weil sich das auch selber von der Community gewünscht wurde. Und weil es natürlich auch etwas Nostalgisches hat. Wir könnten das natürlich alles noch mit Schönbau verschönern, aber das würde einen immensen Zeitaufwand sich nehmen. Und deswegen haben wir uns entschieden gegen den Schönbau. Schönbau machen genug andere, dann konzentrieren wir uns auf andere Sachen, ne? Ja, außerdem wolltest du die Kosten für die ganzen Masten und Fahrtrad einsparen. Sehen wir es doch mal realistisch aus finanzieller Sicht. Ja, auf jeden Fall. Warte, ich gehe noch mal kurz raus. 12,5 Milliarden, ja, stimmt. Ja. Und wäre nicht das katastrophale Tierschutzgesetz, dann würden da jetzt Pferde den Berg hochkraxeln. Richtig. Sonst hätten wir auf jeden Fall Pferde gesetzt. Also wir sind eben losgefahren vom höchsten Berg der Kantweiz. Hier auf der linken Seite sehen wir Gera. Rechts hinten noch in der Ecke sieht man noch Michelstadt. Wir werden gleich natürlich mit der Bergstrecke mitfahren. Wohin fahren wir? Nach Gera oder nach Michelstadt? Michelstadt waren wir jetzt schon so oft. Wir könnten eigentlich mal nach Gera. Nach Gera, ja. Und dann Schnellzug könnten wir mal wieder fahren. Ja, genau. Von Gera würde ich sagen, fahren wir bis Bremen. Mhm. Und von Bremen haben wir ja so ein, zwei neue Linien, ne? Ja, unter anderem. Unter anderem, ne? Also ich muss euch auch leider gestehen, wir machen keine 1,5-Stunden-Folgen mehr. Mitfahrtfolge. Ich weiß, dass euch das gefällt, aber es nimmt einfach zu viel Zeit weg, wo wir konstruktiv anderes machen könnten. Wir machen jetzt während der Folgen öfter mal Mitfahrt, das habt ihr in den letzten Folgen ja auch schon gesehen. Wir machen trotzdem zur 0. Folge weiterhin eine Mitfahrt. Wenn ihr dazu natürlich Wünsche habt, schreibt sie gerne in die Kommentare, was ihr mal mitfahren wollt. Dann machen wir das natürlich gerne mal mit. Vielleicht wünscht ihr euch auch bestimmte Strecken oder andere Sachen, dann gerne auch in die Kommentare oder halt auch im Live-Let's Play reinzuschauen am Freitag. Wir haben derzeit 93 Zuschauer. Ich wüsste ja jetzt schon einen Kommentar, der auf jeden Fall unter diesem Video stehen wird. Kannst du ja zur 150. Folge eine 150-Minuten-Folge machen. Zur 150. Folge eine 150-Minuten-Folge? Ja. Wenn wir da noch hinkommen? Naja, so weit ist es jetzt auch wieder nicht. Oh, 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 oh. Weiß der Kante da was? Ich muss euch enttäuschen, leider nicht. Gleich den Wind aus den Segeln genommen. Aber einige Ohren haben bestimmt gerade gesagt, oh! Aber nein, ich weiß es noch nicht. Dann kommen auch schon wieder so nette Kommentare. Ja, jede 5. Folge ist ja eine Schönbaufolge. Ja. Dein Kommentar gerade eben. Also musst du doch noch ein paar Bäume pflanzen. Wir versuchen es. Wir haben in der 115 haben wir ein bisschen Schönbau gemacht. Also es ist ja nun nicht so, dass wir da gar nichts für machen. Aber nur Schönbau ist nichts für uns. Dafür gibt es andere Kanäle, die darin besser sind. Und die Zeit dafür auch eher haben. In jeder 10. Folge zur 5er Folge mal ein besonderes Thema aufzunehmen und auch mal wie das Logdepot und so Sachen. Kann man ja durchaus machen. Man muss es ja nicht übertreiben. Unser Zug, lass uns raus. Wo kommen wir jetzt hier raus? Ach nee, ist gar nicht unser Zug. Es wird nur an Haltepunkten aus und eingestiegen. Ist ja auch der nach Michelstadt. Wir wollten ja den anderen haben. Ja. Der ist gerade weggefahren. Das ist der Lidl am Zopp. Der wohl höchstgelegene Einkaufspunkt der Kantweiz. Ja, könnte durchaus sein. Aber oh, das wird so spannend mit Transport Fever 2, ne? Die Städte selbst zu platzieren. Ah. Oh.
schön. Deswegen ist nicht nur der Run in der ersten Folge da. In der ersten Aufnahmesession. Mhm. Alter Schwede, ey. 54 Live-Zuschauer auf Twitch. Zu Transportive, ey. Komme ich nicht drauf klar. Ist jetzt unser Zug da? Nein. Ja, bitte, Manu. Ja gut, bei der 200. Folge hätte ich ja jetzt einen Clickbait-Titel gewählt an deiner Stelle. Echt? Ja, Transport Fever 2, Leerschritt 00. Das könnte man natürlich durchaus machen. Kommt noch kein Zug, du. Muss noch ein bisschen warten. Haben wir zu wenig Züge auf dem Gleis? Ne, 4 Züge haben wir auf dem Gleis. Mach mich nicht schwach hier, du. Aber ist schön geworden, die Strecke. Echt schön geworden hier oben. Dafür, dass hier oben eigentlich gar nichts ist. Ja. Ab und zu fährt hier sogar mal jemand mit der Dampf dran. Ja, wenn der Zug mal kommt. Müssen wir hier oben doch noch mit dem ICE langfahren. Ja, nee, ist klar. Ach, das war der Zug. Hm. Nein. Müssen wir nicht. Auch keine aber der will mit. Wo denn? Den Haltepunkt, den könntest du ja durchaus öfters verwenden. Der sieht richtig gut aus. Ja, hat auch was, ne? Mhm. Auch die anderen Bahnen wieder zu. Passen auch sehr gut. Achso, das ist Güter. Auch die mit den gegenüberliegenden Bahnhöfen. Mhm. Ich hab doch da 4 Züge drauf, da kommt einer. Aber wieder in die falsche Richtung. Da kommt einer. Ah, sehr gut. Übrigens haben wir die Züge so kurz gemacht, dass sie nicht auf dem Bahnübergang stehen bleiben. Ja, ja, das musste ja erstmal vorher im Schneidbrenner nachgemessen werden. Ja. Wir erinnern uns alle, als der Zug hier so noch halber vor dem Bahnsteig stand. Ja, wo das waren unsere Anfänge. Ja, ja. Gut, sagen wir so, der Haltepunkt war ja neu. Man hätte halt vorher mal gucken können im Fuhrpark. Ich habe hier noch nicht mal eine Fahrzeugersetzung drin, ey. Was? Ah, unser Zug ist da, wir können einsteigen. Autosave. Kann sich nur noch um. Stunden, Minuten. Nein, jetzt haben wir unseren Zug verpasst. Jetzt kommen wir zur spannenden Phase dieser Strecke. Oh, ordentlicher Anzug, der gute. Oh, stimmt, falsche Seite mit der Pfeil, mit dem Mauspfeil hin. Ja, das Brush Tool werden wir auch lieben. Also das wird ja unglaublich. Aber es gibt auch ein Ebnungstool und also es wird immens anders werden. Jeder, der sagt, Transport Fever 2 wird nicht so gut, da sollte sich die Aussage vielleicht nochmal überlegen. Gera, guckt euch an. Nächstes Mal, wenn wir rauskommen aus dem Tunnel, sind wir schon in Gera. Ja, wir winden uns jetzt durch den Berg nach unten. Genau. Und nochmal für diejenigen, die die Ruckler entdecken, ja, es gibt die Ruckler. Das liegt aber nicht an meinem Rechner. Das liegt am Spiel. Das ist nicht anders darstellbar. Ja, gut, 1000 LKWs und Busse, also sprich Straßenfahrzeuge, die müssen halt auch berechnet werden. Die Massen an Personen, die du durch die Gegend schubst, auch. Ja, und jeder einzelne Bewohner wird da berechnet, ja, ne? Wir sind froh, dass sie mittlerweile mehr als eine CPU-Core nutzen. Und auch das wird besser mit Transport Fever 2, weil dann nennen sie Multicore. Das haben sie schon. Das habe ich auch mit dem. Warte mal, wer war das noch? Mit Manu. Der hieß nämlich auch Manu. Mhm. Und das war einer von den Designern. Und da hat halt auch gesagt, nein, Multicore wird stattfinden, Multicore.
Ja gut, wenn man sieht, wann das Spiel rausgekommen ist und wie viele Rechner damals maximal 2 CPU, 2 Cores hatten, beziehungsweise 4 Cores. Da haben die Firmen und Entwickler auch noch nicht so sehr auf Multicore-Technik gesetzt. Da war ja eher der Rand nach 4 GHz. Bloß heute, welcher Standard-PC hat nicht mindestens 4 Cores? Eher 8. Na, das nenne ich mal einen Anschluss, ja. Ach so, weil er schnell zur Verspätung hat. Ah ja. Mhm. Oh Manu, ey. Aber irgendwie kohletechnisch schwierig. Ja. Außerordentlich. Warum auch immer? Vielleicht weil er so großdimensioniert mittlerweile ist. Ja. Wir haben ja jetzt mittlerweile bis Bremen Alternativrouten geschaffen. Ab Bremen. Oder? Ja. Bremen, aber nach Hamburg und Langenhagen gibt es trotzdem keine Alternative. Ja gut, Langenhagen ist ja an Hannover angeboten. Ja, aber das ist ja trotzdem langsamer. Ja gut, nicht jeder bevorzugt der Hochgeschwindigkeit, das ist ja das. Günstig. Günstig. Ja gut, so ein halbleerer Zug ist ja bedingt durch die Fahrkartenkosten einfach. Ja, auf jeden Fall. Bei Kilometerpreisen ab 200 Kankdollar. Und das ist natürlich gewünscht, weil so fährt der Zug natürlich schneller. Ja, weniger Gewicht. Genau. Und so wie ich müsste zum Beispiel mehr zahlen aufgrund meines Gewichts. Ja, da habe ich mich ja schon immer gefragt, warum die Fluggesellschaften keine Wagen am Check-in haben. Wobei ich die ernsthafte Antwort schon bekommen habe, ich soll mir doch 2 Flugtickets kaufen für einen Platz. Oh, echt? Ja. Alter Schwede. Gut, damals habe ich auch noch eine 2 vorm Komma stehen gehabt. Also, die 200 Kilo gehabt. Ja. Nichtsdestotrotz. Es ist Diskriminierung auch nach deinem damaligen Gesetz gewesen. Es war nicht billig für die Fluggesellschaft. Nee. Verdient nicht billig. Und es war ein Dienstflug, letzte Information. War kein Privatflug. So, und jetzt sind wir schon in Bremen angekommen. Guck mal, rechts steht schon der KTX, der auf uns wartet. Den haben wir auch in den letzten 10 Folgen gebaut, weil es ist ja immer so ein bisschen Geschichten der letzten 10 Folgen, ne? Das wollen wir auch beibehalten. Jetzt auch mal zwischendrin was Nostalgisches, ja. Ich glaube, der hat da wegen Überfüllung geschlossen. Ja. Doppeltraktion oder mehr? Mehr wird nicht mehr, wir haben schon 6 Züge drauf. Also Doppeltraktion. Kurz und lang, oder? Ja, ein paar davon Doppeltraktion, ne? Würde ich mal machen. Ja, oder die in kurz wieder wandeln und dann Doppeltraktion machen. Wie bitte? Du hast ja die lange und die kurze Variante. Ja. Dass man sagt, entweder Mischbestückung lang kurz hintereinander. Wir können gar nicht Doppeltraktion machen. Welcher Bahnhof beschränkt ist denn? Hannover? Radebeul. Der Hochbahnhof. Ah, stimmt, ja. Also müssen wir mehr Züge draufpacken. Ja. Ja, nochmal 2 Stück drauf. Dann stehen sie nachher, glaube ich. Dann müssten wir mehr Signale setzen. Aber das ist echt langsam von der Beschleunigung her, ne? Wenn ich mir eben den TGI angeguckt habe. Ja, oder wir müssen den da doch gegen ein sprintstärkeres Modell wechseln. Ich meine, ich finde ihn aber schön.
Können wir mal abwarten. Wir können auch mal abwarten, was die Kommentare so mit sich bringen. Ich würde gerne mal die Meinung der Community fragen. Was sagt ihr? Einen leistungsstärkeren mit mehr Kapazität, sprich ein TG Hyatt hier raussetzen? Oder noch zwei Züge drauf? Aber dann kann das natürlich auch sein, dass die sich wieder die Beine im Bauch stehen, ne? Ja, aber so stehen sich die Fahrgäste die Beine im Bauch. Ja, und die Wartekarten bei dir an den Bahnsteigen sind ja auch teurer geworden in der letzten Woche. Kommt aufs Gewicht drauf an. Ja, ja, wegen der Punktbelastung auf dem Beton, ja, ich weiß. Ja. Oh, schwierig. Und schon wieder Forderung nach Neubau von Bahnhöfen. Um nochmal auf einen Kommentar aus dem Live-Chat drauf einzugehen. Die Frage ist, ist es eigentlich eine random generierte Karte oder eine vorgebaute? Diese Karte ist random generiert und den Map-Seed findet ihr auf YouTube unter dem Video in der Videobeschreibung. Da sind die Map-Seeds drin der letzten beiden, der aktuellen und der letzten beiden Staffeln. Das ist ein Durchgangsbahnhof, aber sieht doch wirklich doof aus. Zwergenbahnhof. Von einem anderen Bahnhof kommt er nicht hin. Da macht die Stadt nicht mit. Also da kriegen wir Ärger. Also hier im Live-Chat überwiegt eher so die mehr Kappa TG Hyatt Variante, glaube ich. Ja, oder mehr Züge drauf. Ja, das mit der Doppeltraktion hatten wir ja gerade eben schon besprochen. Wenn wir Doppeltraktion nehmen, passt er natürlich nicht mehr in den Hochbahnhof rein, wo wir eben durchgefahren sind. Wollen wir eigentlich noch in Süden weiterfahren oder wollen wir jetzt wieder Richtung Norden fahren? Ja gut, wir können ja nochmal die Güterlinie abfahren. Mit den neuen Zügen. Ja, das kann man machen. Können auch die LKW-Linie nirgendwo nochmal abfahren und könnten dann zum Beispiel wieder mit dem Flugzeug in den Norden hoch. Ja. Also fahren wir jetzt bis Hannover mit. Wie viele Minuten? 18 Minuten, ja. Fahren also wir noch Hannover mit. Die Glastreppenhäuser sehen ja richtig klasse aus in der Bahn. Ja. Aber wenigstens rennen sie nicht über die Schienen. Das ist nicht der Shinkansen, das ist der TGWK. Ja. Korean TGWK. Also KTX. Ein TGW-Derivat der Firma Alstom. Welches in Korea zum Einsatz kommt. Ein Schwestermodell des französischen Schnellzugs. Ja. Jetzt kommt gerade die Frage aus dem Chat. Die realen Züge haben doch auch manchmal Überlänge. Ist das denn so schlimm? Also wenn wir da noch einen Zug dranhängen, ist ein kompletter Zug als Überlänge. Sprich, halt zweimal halten. Aus dem, ja, die aus dem zweiten Zug können gar nicht aussteigen. Ja gut, ohne Halt in steht ja dann dran am Wagen. Ja, möchten Sie dort aussteigen, steigen Sie bitte in den ersten Wagen. In den ersten Triebwagen. So, hier rechts von uns war gerade... War das überhaupt? No Nameless Cities, links. Rechts war dein Gifhorn. Ja, würde ich auch fast tippen. Ja. Also ich finde die KTX-Dinger schon echt schön. Müssen wir halt echt nochmal gucken, ob da wirklich jetzt die Nachfrage so hoch ist, dass wir da noch ein bisschen was dran drehen müssen oder nicht. Ja, vielleicht einen Zug noch drauf packen. Ja, guck mal, da oben ist der Güterzug nach No Name the City. Den haben wir auch überarbeitet in der letzten Folge sogar. Oder vorletzte Folge. Vorletzte. Ja.
So, jetzt fahren wir gleich in Hannover ein. Hier rechts von uns kommt das Zufuhrgleis für die Strecke. Alles, was Richtung Norden geht, geht über das Zufuhrgleis auf der rechten Seite von uns. Und hier steht der Zug. Hier steht schon der erste Zug. Das heißt, wir müssen nach hinten raus mehr Signale machen, glaube ich. Oder es muss halt so sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wie die finale Version davon aussieht. Und wir fahren jetzt natürlich in die Stadt rein, deswegen ruckelt das natürlich nochmal leider etwas mehr. Es tut mir leid, meine Hardware gibt es locker her, aber es ist einfach nicht anders zu machen. Das Aufnahmeprogramm nimmt sich auch noch ein paar FPS, aber es ist eher das geringere Problem. Es ruckelt bei mir im Spiel leider fast genauso. Ja, das sind halt die vielen, vielen, vielen Menschen und Gebäude. Genau. Oh, wir sind bei 13,1 Milliarden. So, womit fahren wir denn jetzt? Wir müssen ja irgendwie zum Güterterminal, ne? Das heißt, welche Linie fährt da? Die rote. Die. Ja, die ist es. Oder fährt Kante. So, dann fahren wir jetzt nochmal mit hier durch Hannover mit der roten 11. Auch bekannt als überfülltes Schlachtschiff. Guck mal, die grüne Linie kommt ja gar nicht weg. Hier ist ein Chaos. Vielleicht sollten wir da auch nochmal aufräumen. Hannover NV. Notiert. Check. Ja. Ach Quatsch, so viel ist hier gar nicht los. Der kleine Tramstau hier. Ja, Bürgermeister, warum ist hier so viel Chaos? Das ist ja kein Wunder. Wenn der Bürgermeister nur diese komischen kleinen Trams hier zulässt. Ja. Ist leider nicht anders zu machen, also. Und wir haben schon eine Expresslinie eingerichtet. Als Entlastungslinie. Genau, die das nochmal entlastet. So, wir möchten hier an der Haltestelle wieder aussteigen. Der Bürgermeister verlangt eine Verbesserung des Nahverkehrs, aber die Trams sollen auf jeden Fall bleiben. Ja, nicht klar. Hm. So, wir steigen in den LKW und fahren damit zum Güterterminal, wo wir denn umsteigen. Wir haben natürlich eine Umgehungsstraße gebaut. Der Güterterminal ist quasi, wenn wir jetzt links aus dem Fenster gucken würden, würden wir ihn schon sehen. Aber wir haben das natürlich so gemacht, dass wir nicht mitten durch die Stadt fahren, sondern wir haben eine Umgehungsstraße gemacht, wo die LKWs dann natürlich die Umgehungsstraße nutzen. Na, da war der Wegpunkt, den wir genutzt haben für die Spur. Ausbau der Straßen. Ja, die Trams können trotzdem nur eine Spur benutzen. Weißt du was? Wir hängen eben noch ein paar Busse rein. Das ist eine gute Idee. Du meinst ein paar High Capacities, damit wir da der Lage ein bisschen Herr werden. Ja, am besten noch so zwei kreuzende Zusatzlinien. Ja.
Warte, die wechseln so oft die Spur, ne? Ja. Aber vielleicht haben wir das eine auch selber gemacht, um die anderen LKWs auf die... Ja, einfädeln zu können. Auf die Hauptstraße zu kriegen, ne? Oh, da fährt einer unser... Oh, der ist ja leer. Was? Er ist leer? Hat er seinen ganzen Sprit? Uha. Na, hoffentlich geht das nicht nach nirgendwo. Ja gut, dafür kriegst du jetzt die Bausteine weg, aber... Dafür kriegen wir jetzt die Bausteine weg, ja. Möglicherweise. Anteilig, würde ich sagen. Anteilig. Anteilig, ja. Vielleicht sollten wir noch mal überlegen, diese Straße auszubauen in eine Schnellstraße. Ich glaube, dann fahren die schneller, ne? Ja. Das Problem ist, die Stadt wird sich aber wieder zurückholen. Wir haben die ja schon mal ausgebaut gehabt. Ja, ach stimmt, da haben wir ja die Straße, die ausgebaut ist. Ein wunderschönen Kreisverkehr. Und du mit dem LKW geradeaus drüber. Die Rabatten. Ja. Ja, ich kenne da so eine Stadt, da ist das öfters passiert. Da haben sie mitten auf den Kreisel einen Frosch aus Beton gesetzt. Echt? Ja. Das ist krass. So, wie ist das denn jetzt? Wie fahren wir denn jetzt weiter mit dem Güterverteiler? Mit dem Güterverteiler bis Aschaffenburg und dann in den Kohlezug. Ja, genau. Aber wir könnten auch ersatzweise mit dem Eisenschwein fahren. Das wäre mal auch noch eine Option. Sind wir schon eine Weile nicht mehr gefahren. Oh, er fährt ganz nach außen, du. Hier ist aber was los, du. Hier wird stetig und ständig abgeholt, der ganze Kram, du. So, wir sind da. Zack, wird wieder aufgeladen. Halb voll und ab geht die Luzi. So, wir gehen hier rüber. Warte mal, haben wir hier nicht noch einen Zug? Ach, guck mal, da kommt gerade einer. Der bringt Schlacke und... Zug Nummer 1! Haben wir ihn mal wieder. Wir haben Zug 1 gefunden! Ist ja unglaublich. Eiskalt Zug 1 gefunden, du. Wir können aber gucken, was der nach dem Autosave für Finanzen macht. Plus. Das ist doch gut. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Was macht die Linie im Ganzen? 63 letztes Jahr. Hm, okay. Mit dem ganzen Eisen, was wir nachgefordert haben. Nochmal so 20 bis 30 Millionen, da mal so ein 60er hingelegt. Ja. Wie viel Eisen haben wir denn hier jetzt? Oh. Ja, da wird ordentlich Eisen jetzt verarbeitet. So, Zug gewendet. Warte auf freie Wege, aber du kannst ja schon mal bis Ausgang hinfahren. Da fährt der andere rein. Genau, wenn du jetzt langsam weiterfahren würdest, ohne Beschleunigung, dann könntest du so rausfahren, ne? Also nur mal so als Hinweis. Oh, das können wir sogar schaffen. Der andere Zug ist durch. Sauber. Das sieht echt gut aus. Ja, Beschleunigung lässt zu wünschen übrig, aber fährt vorwärts. Immerhin. Ja. Das war auch ein Akt, den Tunnel zu bauen, ja. Aber es sieht gut aus, hat sich gelohnt. Ja. Der beschleunigt so langsam trotz bergab. Ja.
sollte man mal stärkere Loks draufpacken. Trotz, dass da hinten irgendwas schiebt. Also doch Tauren drauf. Nein. Das hast du falsch verstanden, Mann. Ach so, du meinst Vierfachtraktion. Sag's doch gleich. Ach, da steht noch eine Lok drin. Das so. Ist natürlich echt die Schwierigkeit, ne? Hm? Dass wir hier Doppelbelegung haben, aber natürlich in der Mitte, ja. Nur einen Abladepunkt nutzen. Das ist das, was Geld kostet. Und ich möchte kurz auf eine, auf eine Frage im Zuschauerraum eingehen. Kann man eigentlich irgendwie einfach erkennen, berechnen, wie viele Waggons meine Lok ziehen kann? Einfach nicht. Aber man sieht in den Eigenschaften, Anführungszeichen, mittelmäßig, hervorragend, schlecht, wie die Beschleunigung sein wird und ob er überhaupt einen Topspeed erreicht. Und wenn da halt dann auch bei flacher Ebene dann nur da steht, wenn man drauf geht mit der Maus, halt 50 Kilometer oder so und so viel 1000 Meter, also sprich 50.000 Meter, bis er die Topspeed erreicht hat, dann kannst du davon ausgehen, das Ding wird kaum was ziehen. Richtig. Oder bei hoch zum Beispiel, wenn du eine Steigungsstrecke hast und sagt er halt, er wird sie nie erreichen, dann juckelt er vielleicht mit 7-8 km/h hoch. Hier liegt ganz schön was rum. Obwohl wir das eigentlich gar nicht als Umschlagbahnhof gedacht hatten, ne? Nee, aber das ergibt sich halt einfach durch diverse Linien, die wir hinzugefügt haben. Weil eigentlich war das ja nur mal ein Stahlumschlag und eine Ablieferung für Aschaffenburg. Richtig. Mittlerweile ist es ja auch noch Ablieferung für Nürnberg City. Es wird ja noch Querverkehr auf die Holzlinie gemacht. Ja, die Werkzeuge kommen ja an. Die Werkzeuge kommen mittlerweile hier an. Der Kohlezug nimmt ja hoffentlich jetzt auch demnächst was noch nirgendwo mit. Wir wollten ja umsteigen übrigens. Ja, wir müssen ja erstmal im Bahnhof drin sein. €10,5 Millionen für die kurze Strecke Eisenschweineschiene. Oh, der Kohlezug ist voll. Müssen wir jetzt gleich noch verlängern oder wie? Kohlestahl Süd leer. Aber ich gehe davon aus, dass der oben was mitkriegt. Wirklich. Immerhin lohnt er sich schon mal. Upp, wie viel Millionen? 7,3 Grad für die Fahrt bekommen. Ja. Oh, Verdoppelung der Einnahme. Wir sind von Minus auf Plus gegangen, immer noch. So. Wir fahren durch unsere legendäre Wand. Oh, da kommt aber gut in Schwung, du. Ja, ist ja auch leer. Mal schnell der Verteiler rechts an uns vorbei. Das hatten wir ja damals alles versucht auf ein Gleis zu schmeißen, aber das war nicht machbar. Ja, auch durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ja. Die Zuglängen und so. Da kommen noch ein paar Backsteine mit und Brötchen. Zwei, drei einzelne Container, die dann noch abliefern. Da muss er ja, ne? Im Hintergrund sehen Sie die beiden großen Hoteltürme der Heilsarmee. Ja, von Manus Heilsarmee. Oh nein, Gleis rot. Und die Schlacke fährt da jetzt entgegen. Ach doch, der halbe Zug ist immer ein Stein.
Ich muss noch mal schnell gucken. Der andere ist ja hier schon durch den Bahnhof. Setzen wir doch noch einen da. Der fährt los und fährt auch auf der Spur wieder zurück, ne? Ja. Sehe ich da richtig? Da liegt der was auf dem Gleis. Aber nicht für uns. Schade. Aber da hinten liegt was am LKW. Oh. Aua. Oh. Ja. Schwierig. Oh. Ich glaube, wir wechseln mal die LKW-Sorte. Das war's für die nächste Folge. Also, LKW, also, LKW, nirgendwo. Also, da hat er schon was hingebracht. Und es wird einfach nicht entsorgt. Verwurschtelt. Aber es wurde nicht abgeholt. Ja, das, dementsprechend bringt er natürlich nichts mehr nach. Wahrscheinlich einmal Zug voll hin, Tür auf und raus. Ja. Und LKW ist, Moment, ich bin gleich wieder da. Ich bring da mal in 2 bis 3 Jahren mal wieder was. Ja, genau. Und du sagst also, wir wollen nur die MANs da fahren lassen, ja? Ja, machen wir, gar kein Problem. Da gab es ja dann wieder Einsprüche, dass man dann doch moderne Elektro-Trucks fahren lassen soll, aber die haben natürlich nicht alles auf Ladung. Das ist das Problem. Richtig. Ich würde auch sagen, dass wir bei den MANs bleiben. Müssen da halt ein paar mehr drauf. Ja, Güternahverkehr. Ja. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob die überhaupt beide Terminals benutzen. Ja, stimmt. Einfach mal so hingezaubert, die Linie. Ja. Ich hab überhaupt nicht nachgeguckt. Da kommen jetzt schon so Sprüche vom Bürgermeister. Gut, dass nirgendwo jetzt doch irgendwann mal Güter bekommt. Ja, irgendwo. Ich glaube, der Bahnhof ist voll mit Kohle. Das ist ja auch gut so. Durch Kohle kriegen wir ja Kohle. Oh, irgendwas hat er mitgebracht. Brot hat er noch mitgenommen. Hier liegt 900. Alter, in 2er-Schritten zählt das Ding hoch, ey. Ja, gut. Beide Linien ziemlich voll. Mitte und Süd. 10 oder 20 jeweils? 20. Okay. MAN. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Glaube ich. Nirgendwo. Mitte. 1, 6, 7, 9, 10. Nirgendwo. Und jetzt schon Nahverkehr. Nirgendwo Süd. 5. Ich habe wieder so ein Mittelding. Mitte. Und Süd. Ja, bitte? Ich muss gerade mal das Amtsblatt vorlesen aus nirgendwo. Die Bürger von nirgendwo stehen schon Schlange an den Geschäften. Sie haben gehört, dass es bald wieder eine Lieferung von Broten geben könnte. Das sind ja Verhältnisse wie in der Kantweizer Demokratischen Republik früher. Ja. Okay. Ja, nichtsdestotrotz wollten wir ja nicht zu lange machen, die Mitfahrtfolge. Wir sind jetzt bei 40 Minuten angekommen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Mitfahren, fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst natürlich. Gerne auch einen Kommentar und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge hier auf Kante Zockt.
Bis dann, euer Kante. Tschüss. Tschüss.